So, das Schöne ist, das Tor ist offen. Das Schlechte ist, unsere Autos sind weg. Egal. Gehen wir halt zu Fuß. Wobei, nee, wisst ihr was? Wir könnten doch eigentlich noch die Autos holen, weil die sind doch irgendwo da vorne. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir jetzt hier zu Fuß weitergehen, wir uns einen Wolf laufen können. Seht ihr mal, da sind doch die Karren. Hier gibt es noch ein paar Taler. Ja, du mach mal schön Klimbim. Oh, seht ihr, das da oben? Haben wir jemanden mit einer Schusswaffe dabei? Also sie schon mal nicht. Du auch nicht. Ne, so einen haben wir leider nicht mehr dabei. Das ist dann also so ein Rätsel für später auf jeden Fall. Und was haben wir hier? Da brauchen wir einen Dino, der das kaputt machen kann. Okay. Sprich, wir werden ganz, ganz viel Backtracking betreiben müssen. Ach so, hier, da will noch jemand mit, ne? Jo, noch einer. Alle Mann an Bord. Ich denke mal, alle Mann sind an Bord. Dann fahren wir jetzt einfach mal weiter hier. Also hier alles zu finden, das kann ja ewig dauern, möchte ich an der Stelle nochmal festhalten. Aber es ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, der Mathematiker hier, der hat auf jeden Fall einen ordentlichen Punch. Was ist das hier für ein lustiges Gerät? Helfer Jurassic Park. Ach so, hier kann man sich wieder so Autos herholen. Okay, wusste ich natürlich nicht, aber sehr praktisch zu wissen. Dann fahren wir doch einfach mal den regulären Weg hier weiter. Der endet hier. Und natürlich müssen wir mal wieder... Was müssen wir eigentlich? Da haben wir wieder so ein Teil hier. Ich werde die jetzt einfach alle mal benutzen, weil ich nicht weiß, ob man sich dahin teleportieren kann, wenn man da nicht dran gegrabbelt hat. Ich denke zwar schon, nichtsdestotrotz, wir setzen da überall einfach mal unsere Grabbeln dran. Gibt es eine Dino-Info? Halte deine Hand beim Füttern eines eines Baby-Dinosauriers ganz flach und ärger ihn nicht. Auch Pflanzenfresser können schnappen oder so. Vergnügungspark auf der ganzen Welt. Ja, fein. Na, mach mal vernünftig da. Nehmen Sie doch alle Platz. Schon ein Tropfen Blut enthält Milliarden von den Essstrengen, den Bausteinen des Lebens. Vor 100 Millionen Jahren gab es Moskitos, genau wie heute. Nachdem ein Moskito einen Dino gestochen hatte, konnte es vorkommen, dass er auf einem Ast landete und versteinerte. Wir nennen es Bernstein. Mit den modernsten Techniken konnten Jurassic Park-Wissenschaftler das konservierte Blut des Moskitos extrahieren. Und jetzt konnten wir ein Dinosaurier-Baby erschaffen. Oh. Doc Henry. Oh, guten Tag, Sir. Perfektes Timing. Sie prägen sich das erste Lebewesen ein, mit dem Sie Kontakt haben. Genau so. John, eine derartige Kontrolle, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolution eines gelehrt hat, dann, dass das Leben einen Weg findet. Was für eine Spezies ist das? Das ist ein Velociraptor. 8 Monaten sind sie Killer und ich meine Killer. Ich habe fast alles gejagt, aber die Viecher sind so schnell. 80, 90 Stundenkilometer, wenn sie freie Bahn haben. Das ist in der Tat schnell. Ja, mein Erinnerungsvermögen. Mäh, Kotelettschanze, incoming. Muh, die arme Kuh. Oh, ich möchte die gerne mit was anderem füttern und nicht mit der Kuh. Mäh. Ach, hier waren wir doch schon mal. Das sieht mir doch sehr stark nach der Szene aus dem Prolog aus. Okay, da müssen wir wieder was reparieren. Da passt ja kaum eine Ziege rein. Käfige. Hier geht's noch weiter nach unten. Okay, wir gucken uns erstmal überall um. Da ist die Leiter, die wir gebaut haben. Und ein kleiner Skorpion. Oh,
Das wollte ich nicht. Aber schön, dass wir mal wieder eine Knarre in der Hand haben. Okay, das war's dann für das Level hier. Was haben wir denn da? Ja, wir machen einfach erstmal alles kaputt. So, kannst du hier irgendwie aufmachen? Nee, du kannst das nicht. Ah, wir machen erstmal alles kaputt, was wir hier sehen. Ach, guck mal hier. Nee, der hat sogar... Also, der hat Strom. So wie es aussieht, müssen wir gar nichts machen hier mit der komischen Lanze. Mal gucken, ob wir hier was über... gegen die Überwachung machen können. Ja, können wir. Okay, die anderen Kameras, die waren oben. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal hier unten alles in Stücke hauen. Könnte ja überall irgendwas Nützliches drunter sein. Oder drin. Aber hier sieht das nicht so aus. Okay, was können wir denn mit dem Gabelstapler machen? Gabeln stapeln, hahaha. Vielleicht hier irgendwie sowas? Nee. Okay, da auch nicht. Ja, den werde ich noch ein paar Mal überfahren. Der hat einfach Pech, wenn er hinter mir ist. Okay, da könnte man nach oben. Da haben wir aber nichts von. Jetzt habe ich mich festgefahren. Dann gehen wir jetzt einfach erstmal zu Fuß weiter. So, was haben wir denn hier noch so? Da haben wir auf jeden Fall noch eine Kamera. Katsching! Und ich meine, die vierte Kamera, die war oben an der Tür da hinten, an dem Turm. Schön! Ach, wie schön. Und ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Macht aber nichts. Ich gehe einfach durch die Gegend und mache erstmal alles kaputt. Kann man die Viecher auch abschießen? Nee, Ratten auch nicht. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier irgendwie reparieren können. Hallo? Nee. Da fehlt uns noch irgendwas. Wollen wir mal schauen, ob wir irgendwie rausfinden, was uns da fehlt und wo wir das herbekommen. Da oben pennt einer. Ah, was haben wir denn hier? Die haben wir gar nicht dabei, ne? Nee. Ah, das ist so ein Scheißhaufen. Da muss sie tatsächlich mit ihren Gummihandschuhen da drin rumgraben. Das ist ja total witzig. Und unserem Charakter hier gefällt das Ganze überhaupt nicht. Auch das kann ich durchaus nachvollziehen. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas abschießen können da oben. An dem Kran vielleicht oder da. Nee, können wir nicht. Aber ich sehe da was Blaues. Hui! So, lass mal Chef ran. Nee, lässt er nicht. Okay, da... Oh. Wie sie hier alle gucken. Aber ich habe nicht... nix Idee, wie man hier weiterkommt. Okay, an dem Rad können wir auch nicht drehen. Auch wenn ich ganz gerne mal am Rad drehe. Kann man hier irgendwie rauf? Nee. So, kann ich den Typen da vielleicht wecken? Auch das kann ich nicht machen. Kann ich hier was kaputt hauen? Nee. Wie ist denn der da raufgekommen? Gibt's doch gar nicht. Ich will da auch rauf. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Ich hab's auf jeden Fall gesehen. Hier kann man auf diesen Container springen. Vielleicht bringt uns das ja irgendwie weiter.
Nicht wirklich. Okay, dann machen wir einfach mal ein bisschen weiter die Landschaft hier kaputt. Alter, wie grimmig der guckt, wenn der zuhaut. Was haben wir denn da gefunden? Ah, das war gar nichts. So, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich mit dem Gabelstapler hier irgendwas machen muss. Oder ich muss das Teil hier in Gang setzen. Hallo? Nee, ich kann da einfach nichts machen. Vielleicht hier hinter irgendwas? Auch nicht. Das läuft doch hier gar nicht. Ich möchte das gerne irgendwie einschalten. I'm stuck. What can I do? Schauen wir uns noch mal oben um. Hier muss man doch irgendwas machen können. Kann man das irgendwie reparieren hier? Oder draufhauen? Nee. Kann ich an dem Rad drehen? Das stand ich eigentlich schon mal davor. Ich kann es auf jeden Fall nicht kaputt machen. Kann auch sonst nichts damit machen. Vielleicht fehlt uns noch irgend so ein Loot-Gegenstand hier. Wer bist du denn? Kann ich hier durchgehen? Nein. Oh, dahinter da gibt es dann Knochen. Aber der gute Onkel, der lässt uns einfach nicht vorbei. Und hier gibt es auch weiter nichts. Oder kann ich hier rüberspringen? Nee. Da ist Clipping. Du lässt uns auch nicht rein. Da unten wollen wir nicht rein. Der redet nicht mit uns. Irgendwie muss ich doch diese verdammte Kuh da transportieren können. Ach, warum nicht gleich so? So ist's besser. Fehlt nur noch die Kuh. Fehlt nur noch die Kuh. Gott, ist das gemein. Gehört okay. Das nicht zur Gehegeschalttafel? Ja. So, das nehmen wir gleich mal mit. So, Konzentration, dass ich hier alles richtig drücke. Links oben unten. Links oben unten. Ah, langsam kommt hier Licht ins Dunkel. So, noch ein paar Sachen einsammeln. Und dann gucken wir mal, was wir hier drin so Schönes haben. Das ist wieder was für den anderen hier. Die Daisy. Oh, vorhin hatten wir Donald und jetzt kommt noch die Daisy. Gott, die arme Kuh, die weiß überhaupt nicht, was hier blüht. Ja, erzähl mir was. Drücke Y, um auf Lego-Fahrzeugen und Tieren zu steigen. Das ist ja ein sehr sinnvoller Tipp. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht in diesem Let's Play. Ach, wie dreulich ist das denn? Wollen wir mal gucken, ob wir mit der Kuh hier vielleicht noch irgendwas entdecken können unterwegs. Vielleicht lässt er mich ja hier durch. Nee. Na gut, dann werden wir die Kuh mal in ihr Zuhause geleiten, in ihr neues. Feinstes Rind, was? Diese Raptoren fressen besser als ich. Tja, feinstes Rind, oh Gott, ist das gemein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ist es etwa schon morgen? Jo, dann schießen wir da mal drauf. Mein Knie ist
So, was hast du denn hier zu sagen? Verwende den linken Stick, um den Kran zu steuern und schwere Gegenstände anzuheben. Ich werde das mal versuchen. Das geht jetzt übrigens automatisch, da muss ich nichts drücken. Aber jetzt kann ich wieder drücken. So, dann werden wir die Kuh hier einmal rüber bewegen. Was machen die da? Sie füttern sie. Das Wesen des Chaos. Wie witzig ist das denn? Großvater! Kinder! Du hast uns gefehlt! Habt ihr das gesehen, wie der lustige Mann in tausend Teile geflogen ist? Juhu! Ein Spaß für die ganze Familie! Nein, er hat überlebt! Glück gehabt! Oh mein Gott! Das sind ihre Fahrzeuge für heute Nachmittag. Keine Fahrer? Nein, 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 kein Fahrer. Die fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Willkommen im Jurassic Park. Das mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York gibt's Regen statt Sonnenschein. Ja, sehen Sie? Niemand hätte vorhersehen können, dass Dr. Grant plötzlich aus einem fahrenden Fahrzeug springt. Alan! Oh, die arme Lady, der geht's nicht gut. Oh, wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay, sie ist krank. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Natürlich. Da haben wir doch nur drauf gewartet. Und da vorne ist eine Speicherstation. Speichern und verlassen. Ja, liebe Freunde, an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Jurassic World von Lego mit der Kotelettstanze. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal auch wieder rein. Haltet die Ohren steif und bis dann.